Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video testen wir den Werkspawn-Simulator, also Werkspawn-Schutz, die Simulation. Den werden wir in diesem Video einmal testen. Ist schon etwas älter. Und ja, wir starten rein. So, jetzt gehen wir einmal Endgame, ist von UEG Entertainment. Und ja, ihr seht schon das Menü hier. Ich habe schon ein bisschen so gezockt hier so ein bisschen. Habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel. Möchtest du das Tutorial spielen? Wir spielen erstmal das schöne Tutorial durch einmal. Also damit wir so erstmal, also damit ihr erstmal so einen kleinen Einblick bekommt. Also Werksbrandschutz heißt natürlich Werk, also im Werk der Brandschutz. Ne? Also, ja. Gut. Guten Morgen, du musst unser neuer Kollege sein. Ich hatte dich schon erwartet. Du musst dich glücklich schätzen, dass unser Chef heute mit dem Großteil unserer Belegschaft auf einer Schulung ist. Der hätte mit dir jetzt erstmal eine stundenlange Führung über das gesamte Gelände gemacht. Wir machen jetzt nur eben das Wichtigste im Schnelldurchgang. Alles Weitere wirst du dann später schon selber finden. So, folge mir bitte, damit wir das schnell erledigt haben. So, wir werden ihm mal folgen. Alter, also die Leute, die gehen hier irgendwie sehr komisch. Ja, ist wie im Helikopter-Simulator. So, dann ist hier einmal die Fahrzeughalle. Dann ist hier einmal die Fahrzeughalle. Florian 1, Florian 2, Florian, also 1 bis 9. Florian 1 bis 9. Und ja, da müssen wir auf den Typen hier, ja. Wie du unschwer erkennen kannst, ist das hier unsere Fahrzeughalle. Hier stehen sämtliche Fahrzeuge, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, gewartet oder gewaschen werden. Vom kleinen Einsatzleitfahrzeug über Tanklöschfahrzeuge bis hin zum Turbolöscher ist hier alles vertreten, was für unsere Aufgaben notwendig ist. Ja, dann gehen wir mal hier einmal weiter. Fire Service. Also der hat eine deutsche Uniform an, also der hat eine deutsche Einsatzklamotten an, aber steht hinten auf Englisch drauf oder also Fire Service. Ja. Naja, der geht ja einigermaßen nochmal. Nee. Der hat die Arme auch so komisch. Aber irgendwie, die gehen irgendwie alle gerade so, ne? So. Wenn wir hier mal hochgehen. Ich glaube, er will mir jetzt hier das Ding zeigen. Aber der geht aber auch langsam, in der Zeit, ey. So. Gehen Sie mal. Ich glaube, er will hier hin. Wieder hier hin. Jo. So, hier ist mein Bett. So. Hier ist einer unserer Ruheräume. Das einzelne Bett hier zur rechten Seite ist dir zugeteilt, da unsere Schichten immer von morgens 8 Uhr bis zum nächsten Tag 8 Uhr gehen. Hat jeder die Möglichkeit, sich zwischendurch für insgesamt 2 Stunden hinzulegen. Kommt in der Zeit eine Alarmierung rein, heißt es schnell in die Einsatzklamotten springen und ab zum Fahrzeug. Die noch nicht verbrauchten vollen Stunden Ruhezeit kannst du dir später nachholen. Dann haben wir hier mal eine kleine Information, was wir machen müssen und so. Jo. So. Jetzt geht's hier zur Leitzentrale. Hier ist die Einsatzleitzentrale. Ja. So, hier sind wir im Herzstück der Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen sämtliche Meldungen rein und von hier aus werden alle Einsätze koordiniert. Ja, gut. Da draußen die Grafik lässt zu wünschen übrig, aber ist ja nur eine Simulation sozusagen, ne? Ist ja nur eine Simulation so. So. Na, hier ist nochmal so ein Büro. Ja, hier sind ganzen Büros. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt oder so, was ihr gemacht habt oder so. Ja. So, wenn wir dem Typen hier.
einmal folgen, wo wir gerade sowieso hier vorbei müssen, wollte ich dir auch schnell den Besprechungsraum zeigen. Hier fangen wir alle unsere Schichten an, werden für den Tag auf die einzelnen Fahrzeuge zugewiesen und informiert, wenn irgendwas Besonderes ansteht oder vorgefallen ist. So. Dann werden wir hier wieder runter gehen. Ich weiß nicht, zu welchem Stock. So. So, dann gehen sie mal. Ja, komisch. Also, gehen ist ja wirklich komisch. Aber naja. So. Ja. Denn ist hier. Hier sind noch eine Werkstatt oder so, kann man die alles warten und so alles. Geradezu ist der Waschplatz, also die Waschgarage. So. Dann kann man sich hier auch noch Werkzeug holen, um das Fahrzeug zu warten. Und hier kann man sich auch was holen zum kleinen Snack oder so. Ja. So, hier ist der Waschplatz. Hier befinden wir uns in unserer Wasch- und Instandhaltungshalle. Jeder Fahrer ist für seinen Zustand und Fahrer selbst zuständig. Darunter fällt die tägliche Kontrolle aller Funktionen und natürlich auch das Reinigen des Fahrzeugs. Funktionen und natürlich auch das Reinigen des Aufgaben wie Fahrzeugpflege können normalerweise bequem zwischen den Einsätzen erledigt werden. Die Fahrzeugkontrolle sollte morgens immer zuerst gemacht werden, damit es in Einsatz auf keine bösen Überraschungen gibt. Hochdruckreiniger findest du an beiden Seiten der Halle. Bei schönem Wetter kannst du den Wagen auch draußen waschen. Achte dann allerdings darauf, dass der Schlauch nicht unendlich lang ist. So. Gut. Dann ist hier nochmal ein paar Einsatzklamotten. Hier ist Rettungsdienst. Ja. Hier auf der Werkbank findest du alles, was du an Werkzeug benötigst. Solltest du beim Fahrzeugcheck feststellen, dass irgendwas nicht funktioniert, kannst du dir das passende Werkzeug holen und das Fahrzeug instand setzen. Begib dich einfach mit dem Werkzeug vorne zum Fahrzeug, den Rest erledigt sich von selber. Fummle aber nicht aus Langeweile am Fahrzeug herum, wenn es nicht defekt ist. Das sieht der Chef gar nicht gerne. Ups. Alter, oh, ich bin echt klein. So. Jetzt geht's euch. Moin, Kollege. Einspeisung für Feuerwehrfahrzeuge. Jo. So, ich nehme mal zu ihm. Zu unserer Rechten siehst du unseren Übungsturm. Auf der gegenüberliegenden Hofseite findest du ein altes Autowrack, das wir ebenfalls für Übungen einsetzen. Du kannst jederzeit zwischen den Einsätzen selbstständig Übungen durchführen. Gehe dazu einfach an den Turm um das Auto, an das Auto. Alles weitere wird dir dann erklärt. Die möglichen Übungen sind immer abhängig von denen dir zugeteilten Fahrzeuge. So. Mann, er ist der lang. Oh, geh mal vor hier. So, ja, hier geht's ins Werk rein. Hier ist die Einsatzfahrt, so also Ausfahrt. Hier kann man die Fahrzeuge betanken. Ja, das, Leute, schreibt mir in die Kommentare, welche Feuerwache euch erinnert. Also mich erinnert es bisschen an Mülheim. Gut. So. Hier findest du unsere Wassertankungsanlage. Sorge bei den Tanklöschfahrzeugen immer dafür, dass der Wassertank befüllt ist. Natürlich solltest du auch immer den Kraftstoff deines Fahrzeugs im Auge behalten. Tankstellen findest du an mehreren Stellen auf dem gesamten Werksgelände. Es gibt auch zusätzlich
Wasserbefüllstation. Alle diese Punkte werden auf der Karte gezeigt. Benutze L3, um rauszufinden. So, das war's auch mit unserer Kleidführung. Ich mache mich dann wieder an meine Arbeit. Viel Spaß und willkommen in unserer Truppe. Ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich freuen. Ciao.